rein damit jetzt. Und schön den Mund zu. Nee, schön zu. Schön zu, Bruder. Nein. Das bleibt schön drin, Bruder. Nein. Guck mal, ich darf Rohat was aussuchen, was er essen muss, und er mir. Und ich will nicht, dass es ekliger wird, was er mir aussucht. Hundefutter. Wir sagen nicht, kann man essen. Mal, ist da irgendwas Gefährliches drin oder so? Hast du irgendeinen Käse, der nach Fuß schmeckt? Hat er schon. Du. Oh. Was ist das, Bruder? Dorschleber. Oh, was? Bäh. Nimm das, Walla, nimm das. Zeig dir das jetzt? Aber du musst es eh essen. Hast du die Leber genommen? Ja. Dorschleber. Ich glaube, meins schlimmer. Als Dorschleber? Ja. Er hat überhaupt nicht gut reagiert. Ich werde das jetzt wegbringen und ich hole mir jetzt diese Sardellen. Er musste mit Augen und so essen, mir scheißegal. So, weg. Ich hole mir jetzt Makrelen. Sardinen in Sonnenblumenöl. Einfach jede Tüte ist gerissen. Sag mal deine Ahnung, die Tüte ist gut hier. Ja, die ist komplett gerissen. Ich finde die ist sehr, sehr gut. Was denn los? So kann man noch entspannt einkaufen gehen. Nur das Wasser blubbert. Das heißt, die Nudeln sind rein. Und zack. Die sind gleich fertig. Rohat ist die ganze Zeit mit dem Handy beschäftigt. Keine Ahnung, was du machst. In deinen Insta-DMs bist du bestimmt die ganze Zeit. Und jetzt schaut euch das hier an. Sieht wirklich nicht schlecht aus. Ja, aber komm, lass mal Druck machen mit den Nudeln. Wie lange dauert das noch? Oder die kochen, die sind fast fertig. Ja. Soll ich mit denen reden oder was? Soll ich denen jetzt sagen, Jungs, wir sind schneller fertig oder was? Der höher stellen. So, Bruder, das ist schon neu, Maximalstärke. Ja, Bruder, ich war dreimal mit ihm in der Küche. Dreimal. Ja gut, dann war es jetzt auch das vierte Mal, letzte Mal. Jetzt, die Nudeln sind fertig, die kommen hier rein. Und genau, wenn die richtig heiß sind, Ja, dann die Butter rein, damit sie schmilzt, ne? Dann nimmst du hier. Uff, so viel? Ja, Bruder, man denkt, das ist viel, aber das ist, weißt du, wie viel Gramm das ist an Nudeln? Das sind anderthalb Packungen. Und dann rührt ihr diese Butter um, bis sie komplett schmilzt. Okay, ganz wichtig. Ihr buttert sie ein, die Nudeln. Ihr cremt die sozusagen richtig krass ein. Guck mal, wie klein die Butter schon wird. Ja, Mann. Jetzt, Bruderherz, machen wir schon mal noch wichtiger diese Collagen hier rein. Was fertig ist, okay? Das machen wir so. Rühren schon mal ein bisschen. So, Bruder, wie konnte ich letztes Mal umrühren? Guck mal, wie ich jetzt umrühre. Wie ein King. Sei ehrlich. Bruder, soll ich dir was sagen? Oder sei ehrlich. Ist nicht besser? Ich bin ehrlich. Ja, okay. Das Auge ist mit, okay? Bruder, das ist ein Topf. Nein, ja, das Auge ist mit und das Auge kriegt gerade Durchfall. Warum? Weil, Bruder, da mache ich mein Fußbad drin. Bruder, das ist ein Knastrezept, Digga. Ja, aber findest du, das sieht ästhetisch aus? Das sieht wohl los aus. Mich juckt das nicht, Bruder. Ich sag dir. Ich esse auch nur Fleisch. Na, glaub mir, okay. Aber ihr müsst auch nachher ehrlich sein, ob die sehr, sehr lecker waren oder nicht so lecker waren. Hier, letzte Packung. Guck mal, ich zeig dir das. Mais muss auf jeden Fall richtig sein. Ich liebe Mais. So ballern, du kannst mir glauben. Ach so, und noch was. Wisst ihr, was wir gleichzeitig auch machen? Wer feiert den Thunfisch von Subway? Mit diesem Mayo drin, mit diesem Creme. Du weißt doch, wenn sie rauflegen auf Sub. Ja. Genau den machen wir jetzt hier. Kannst du mir glauben? Zack. Number one. Okay, das ist Number One, ja? Das sieht gut aus. Aber dann. Was ist das? Mais. Wasser aus. Beste. Mais ist wirklich mit das Krasseste, was man machen kann. Du weißt, Mais ist einer der Hauptlebensmittel der Welt, ne? Nochmal? Klar. Mais. Mit Reis? Mais und Reis? Maismehl. Weißt du, du kannst aus Mais alles machen. So. Oh ja, das sieht lecker aus. Oder wirklich, du hast noch nichts gesehen. So, jetzt machen wir natürlich hier. Zack. 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 Ist, Bruder. Das wird gleich später in den geilen Topf vermixt. Nicht in so einem kleinen Topf, wo ich mache und 10, 20 Nudeln fallen überall raus. Chill gleich nachher, wie ich hungrig bin. Weißt du, was? Digga, dafür benutzt du das Ding?
Normal, Bruder, das habe ich von zu Hause extra mitgebracht. Wallah. Wallah. Nur da mit, Bruder, das hat deine Frau für Wäsche bestimmt benutzt oder so. Paar Mal, aber Bruder, das habe ich abgewaschen. Zack. Und das hier ist der Auflauf. Und das hier ist Soße essen mit Soße. Nimm nicht so viel, vielleicht magst du das nicht, Bruder. Stimmt, Digga. Genau. Probier erstmal. Es ist nichts Besonderes, wie gesagt, es ist Knastrezept. Aber es ist einfach, ja, was anderes als letztes Mal. Die Gabel ist da das, Digga. Und? Sehr ehrlich? Digga, ich hab seinen Mann schon gesehen. Ja, ich muss sagen, ich verstehe nicht. Also, es schmeckt okay so. Aber ich verstehe nicht, warum man nicht einfach das von letztes Mal macht. Das hat doch gut geschmeckt. Never change a running system. Warum? Der Bruder, du sagst doch immer, Monte ist viel zu Routine-Mensch und jetzt kritisierst du das gerade. Genau, das habe ich zu Abo am Telefon auch gesagt, Mann. Was hast du? Das war vom letzten Mal, der war lecker. Das hat er gesagt, das stimmt. Ja, siehst weißt du? Jetzt ist Krise, Digga. Das Problem ist, wenn der ihn jetzt nicht schmeckt, dann bin ich sowieso am Arsch. Hat er nicht geschmeckt bei Nächster? Der ist okay. Ist okay. Also die Zubereitung ist natürlich bodenlos, Bruder. Das seid ihr so, wie es ist. Ja, er ist auch nicht abgehoben gemeint, aber das Auge ist mit. Wegen dem Topf. Das nächste Mal, Bruder, also werde ich mir was fürs Fleisch auch was Besonderes überlegen. Ne? Ja, es ist, Bruder, es ist, wie gesagt, es ist ein Knast, es ist ein Knastauflauf. Da brauchen wir gar nicht so, so Dings da. Und? Es schmeckt gut. Ja! Ja? Ich finde, der schmeckt gut, ja. Scheiße. Aber nicht besser als das letzte Mal? Nein, anders, nein, sowieso. Nein. Der war letztes Mal wirklich gut, wirklich. Hat er dir echt gefallen letztes Mal? Ja. Okay, oder gut. Du weißt, wie viel ich letztes Mal davon gegessen habe. Das stimmt, Wolle. Der hat drei, ich glaube, dreimal nachgeholt. Weil das Ding ist echt blutlos, ne? Ja, blutet auch. Blutest du? Ja. Ich habe auch geblutet. Der nächste wird greifen. Ah, nee, echt jetzt? Ah, dieser Hund, Digga. Dreimal gewonnen. Komm her. Wer fängt an? Wir machen Klickler klug. Schere, Stein, Papier. Oder nein, Monte, du sagst. Wer fängt an, ich oder Rohab zu essen? Eine Zahl von 1 bis 10. Und ich schreibe mir jetzt hier rein. Und wer dichter dran ist, der darf bestimmt, also darf bestimmt, wer anfängt, warte. Okay. Drei. Sechs. Abo darf bestimmt 9. Bruder, das ist... Digga, hat sich einer in die Hosen gemacht? Das ist der Käse, Bruder. Nein, das glaube ich nicht. Oh, Wollerich, das, Digga, die Tüte hat alles einge... Boah, Digga. Weißt du, was mich da... Bruder, bist du lebensmüde? Warum? Digga, pack das doch nicht aus. Ich, Bruder, ich finde das nicht so schlimm. Aber diese... Bruder, diese, also diese Möglichkeit ist... Bruder, es ist halt... Das riecht natürlich stinkig, ja, aber Bruder... Ich finde, also wenn ich jetzt sagen müsste, das ist wesentlich schlimmer, Bruder. Ja, ist aber gut. Weil das, der stinkt zwar, aber geschmacklich hast du diesen Stinkgeschmack nicht. Das heißt Stinkekäse, Bruder, wie er halt ein deutscher Stinkekäse. Aber gut. Denk immer daran, das ist einfach ein gereifter Käse, Bruder. Das finde ich bodenlos. Ja. Das ist, vor allen Dingen, weil du das komplett mit Auge essen musst, wenn ein Auge dabei ist. Ja, ist. Aber warum machst du das jetzt auf? Dann stinkt das hier nach Scheiße und ich muss das auch noch essen. Ja, ist doch gut. Wann soll ich das denn sonst auch machen? Morgen oder was? Da verstehe ich auch nicht. Ja, mach auf jetzt. Ja, Digga, du bist so ein Dulli, guck mal. Oh nee! Das ist ohne Auge. Ja, das ist ja gar nichts, Bruder. Das würde ich ja sogar nicht essen. Digga, das ist so lecker. Da noch Tomatensauce, Digga. Das ist Herrings für den Tomatensauce. Premium oder was? Ja, das schmeckt köstlich, Bruder. Beste Leben, Digga. Ich küsse doch dein Herz. Das ist bei diese Käse. Bruder, das ist nicht freiwillig. Ey, warum machst du mir das jetzt auch noch so scheiße? Ja. Dann müsst ihr beide das Käse essen. Du musst wissen, bei Abu, er hasst alles außer Gouda, ne? Der kann Käse nicht ab. Ich kann nicht Käse oder Käse. Du hast den Sieg. Du hast dich selber gefickt. Hab ich. Also, ich hab mich hops genommen. Ja. Okay. Ich bin hart wie Stein. Du musst schon ein Viertel essen. Wie nein, ein Viertel? Bruder, nein. Also, ganz ehrlich, oder? Die ganze Scheibe bestimmt. Rohat, vergesst bitte nicht. Er wollte, dass du, wenn das da drüber gewesen wäre, was nicht war, dass du den ganzen Fisch mit Auge isst. Das ist so also, hab jetzt keine Gnade. Oder das
Nein, das mache ich nicht. Das ist nur ich will nur den Rand wegmachen. Also er muss mindestens die ganze. Er muss die ganze. Geh weg! Nein, nein, er muss, Oh Bruder! Ah, ich bin doch mal. Also mindestens eine halbe Scheide. Digga, geh mindestens doch weg, Mann. Scheide, jawohl. Nimm noch einen Löffel, Bruder, das ist nicht schlimm. Okay, und, ich nehme jetzt. Warte! Du hast Glück gehabt, Bruder. Du musst aber das Öl austrinken. Nein. Das ist nicht so schlimm, Robert. Wenn man Fisch mag, das ist nicht so schlimm. Aber man mag keinen Fisch. Digga, ich sag dir das. Das ist nicht schlimm. Das schmeckt Baba, ja. Bruder, Baba, ja. Ich bin am Arsch, Digga. Ich bin einfach. Ich, Bruder, jetzt guck mal hierher. Guck mal hier, Herr Breitenberg. Da ist verdammt noch mal ein kleiner Fisch dran. Bruder, ich hab dir gesagt, gib ihm diese Darschleber. Darschleber, ja. Barsch. Barschleber. Dorschleber. Schmorsch. Boah. Jana, der stinkt schon ein bisschen, muss ich sagen. Der stinkt. Also in der Bude. Ja, aber Bruder, ich will nicht den Rand essen. Ich sag's ja, doch, doch. Da. Oh, hat man auch mit Auge essen. Aber du hast es ja gerade, isst man nicht. Doch, ja. kann man. Ey, Bruder, den kann man nicht. Doch, kann man. Wallah, kann man. Aber am Rand sind am meisten diese Schimmelpilze, Digga. Digga, der ist schlecht. Der ist nicht mal normal. Der nur durch ist der schlecht. Ab jetzt. Mindestens die Hälfte davon, was du da hast. Was machst du da? Warte erstmal. Er ist doch ordentlich, Bruder. Doch, der ist nicht so schlimm vom Geschmack. Der ist schlimmer. Das schaffe ich nicht. Bruder, ich mache was anderes. Ey, warte, du kannst ja hier reinpassen. Nein. Das glaubt. Nee, wenn ihr denkt, dass ich übertreibe, Walla, nein. Hör zu, ich werde dieses... Das musst du essen, nein. Nein, was? Lass ihn das essen, Walla. Aber dann einmal auf alles im Mund. Bruder, oh mein Gott, das schmeckt nach Säure. Alles auf einmal im Mund. Nee, das schmeckt nach Säure, dann ist vergammelt. Ja, sag ich doch. Das es ist muss vergammelt. Das ist doch gereifter Käse, Bruder. Das kann nicht sein. Ich brauche nur was zu trinken, bitte. Da. Nee. Doch. Ja, er sagt, nee, Digga, Mann, der ist so gemein. Er will dich ficken, Bruder. Ich bin nicht in der Situation, was ich meine. Scheiß drauf. Ich schaff das. Ich werde dir sagen, ich werde kotzen, glaube ich. Also mich übergeben. Nimm doch alles auf einmal im Mund, Bruder. Du machst das doch falsch. Alles auf einmal, kauen und sobald du merkst, er redet wie ein heftiger Typ und er will sich nicht mal das hier zu essen. Das? Zeig. Das hast du schon in der Hand gehabt. Ich finde, Bruder, es ist nicht mein Geschmack, okay? Denke, du kotzt gerade innerlich. Nein, Bruder, ich würde mir davon auch ein Brot machen. Was? Es ist vom Geschmack nicht der Käse, den ich mag. Aber ich weiß, es ist Käse. Schluck doch runter, Bruder, warum kochst du so lange? Bruder, neue Zähne muss man ausnutzen. Ich finde, der Geschmack ist natürlich nicht geil. Aber ich bin jetzt nicht so wie du und schieb da voll den Abschluss drauf. Schmeckt das nicht vergammelt? Natürlich. Digga, ich rede heute kein Wort mehr mit dir, ne? Bruder. Digga, natürlich schmeckt das vergammelt, aber das ist Käse, Bruder. Komm. Nee, Bruder, aber das ist so viel. Bruder, wenn dein Atem jetzt schon danach stinkt, wie stinken dann seine Pfütze? Nein. Hallo, nicht bei mir. Rein damit in den Mund. Ich kann das nicht. Ja, das ist auch nicht geil. Ja, wenn du kotzt, musst du kotzt in deinen scheiß Aber nicht bei mir im Mund. So schnell ist das nicht, der stellt sich an, Bruder. Ja, rein damit jetzt. Und schön den Mund zu. Nee, schön zu. Schön zu, Bruder. Nein. Das bleibt schön drin, Bruder. Nein. Entspann dich, Digga. Schön drin. Boah, ich hab keinen Spaß. Ey, Bruder, pass auf. Boden, ey, auf mein Boden. Also, Rohat, ich sag dir so, wie es ist, ich wäre mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Natürlich bin ich nicht zufrieden. Da muss geschluckt werden. Er hätte mich dreimal so heftig gekriegt, Digga. Ich weiß du nicht, musst ein Stück runterschlucken. Ja, okay. Du wolltest, dass ich ein Auge esse, Digga. Ich weiß nicht, was der gemacht hat, dass er das einfach isst ohne Probleme. Aber Wallah, es ist zweimal gerade bis hier gekommen bei mir. Oder nicht? Das ist keinem aufgefallen. Und er will mir noch meinen Mund zu halten. Und drinnen behalten. Bruder, schluck schnell. Kaum, nein, kaum. Warum? Das war schlucken runter. Ja, das schluck runter, sofort. Zeig, wie gut du schlucken kannst. Ich riech extra nicht. Halt dir die Nase zu. Nase zu halten. Halt dir die Nase zu, dann. Und da ist überall Käsegeruch. Ja, aber da ist Geschmack. Wenn du keinen Geruchssinn hast, dann hast du auch keinen Geschmackssinn. Wir kriegen das nicht runter. Doch. Dann musst du wieder ein Stückchen. Wenn du das ausspuckst, neues Stückchen. Das machen wir den ganzen Abend. Ich war auch nur mal wie so ein kleiner fetter Kutschüler, der gemobbt wird, Digga. Nein, Bruder. Er ist immer ein Mann, ein Wort. Da musst du auch seine Wette halten. Oh mein Gott.
Bruder, kau schnell und schluck runter. Besser. Ich hab geschluckt. Was? Hast du nicht? Oh, ich hab geschluckt. Jetzt wird Trick gerade runtergespült. Der war schon unten im Mach. Ich hab noch nie in meinem Leben so ein Dickling gegessen. Ich kann dich nicht so anstellen, Bruder. Bruder, ich sag dir, mit Käse bin ich richtig schlimm. Bruder, jetzt pack den ein, Digga. Pack ich kann den nur. Ein. Ich kann nur Gouda-Käse essen. Bruder, wir chillen hier gleich unten. Bruder, der ganze Boden, ey, killhaft, Digga. Also, ich verstehe nicht, wieso du das so schlimm empfunden hast, Digga. Ich habe ein Stückchen freiwillig gegessen. Ja, Bruder, bitte, du das jetzt in den Kühlschrank? Warte, nein, Ruhr. Nein, dazu steckt er mir auch im Kühlschrank zu deutlich. Bitte, Ruhr. Walla, wirklich nicht. Ich habe von Geruch was gekostet. Walla, der schmeckt nicht so, wie er riecht. Nein, was nein, hat er als Kind gegessen? Eine kleine Kante, eine minimale. Ja, Walla, musst du kommen. Mach, wie du mit mir gemacht hast, sei auch hart. Walla, das ist ja dein Löffel. Walla, eine ganz kleine Kante. Das ist ja gar nichts. Mit Fisch von mir aus auch noch. Aber nur damit du auch das Erlebnis hast. Ich sag dir, das ist nicht so schlimm. Das ist Käse, Bruder, mehr nicht. Ein stinkender Käse, okay, ein gereifter Käse. Aber der ist nicht so schlimm. Vertrau mir, der ist nicht so schlimm. Wenn du da nicht mit so einem Vorurteil rangst, ist es ein normaler Käse, Digga, der halt ein bisschen stinkig ist. Sag ehrlich. Boah. Das war schon richtig ekelhaft, Digga. Soll ich dir ganz ehrlich was sagen? Ja, das. Ich fand ihn auch so widerwärtig, Digga. Ich fand ihn auch so widerwärtig, ich hab die ganze Zeit Show gemacht, Digga. Ich wusste es. Also ich hab nicht davor kotzen müssen, aber ich hätte nie nochmal ein zweites Stückchen jetzt gegessen. Breitenberg, würdest du ein Stück Käse essen? Niemals, ja. 100 Zops? Also ich finde schon, Bruder, aus gemeinschaftlichen Gründen könntest du einmal... Eigentlich schon. Er hat nicht mal mitgemacht. Aber eigentlich komisch, Bruder, dass du hier diese komische Fitnessessen isst. Bist du ein Homie oder bist du kein Homie? Ganz ehrlich. Das ist jetzt die Frage. Bist du ein Freund oder ein flüchtiger Bekannter? Tu es, Breitenberg. Samenland, komm. Okay. Oma, Ehrenmann. Wie viel du noch kaust. Oh. Nein, ohne Ausspucken. Oh. Schluck runter, wir haben alle geschluckt, Bruder. Alle geschluckt. Schluck. Hallo. Schluck runter. Das ging doch. Bruder, mir hat mal gefallen, dass ich schütt das in der Toilette so runter. Also, weil wenn ich das da draußen das Öl tropft, vielleicht. Sei ehrlich. Walla abgeschluckt. War das der ekelhafteste Käse, den du gegessen hast? Oder dass überhaupt jemand dafür Geld bezahlt? Bruder, furz mir ins Gesicht, aber diese Tüte nicht nochmal. Sei ehrlich. Bruder, dass überhaupt jemand dafür Geld bezahlt, ist gottlos, Walla. Das Bruder, ich ekelhaft, Digga. Das war so. 1,50 € bezahlt. Das war auch abgelaufen. 1,50 €. Nein, das war sauer. Also ich weiß nicht, wie lange der lag, aber der, also das ist Schimmelkäse, glaube ich. Und der ist es ja bewusst. Glaube ich. Das ist ja bewusst. Verschimmelt. Bruder, das ist Fisch. Sei ehrlich. Walla, nicht normal, Digga. Du hast nicht übertrieben. Ich habe nicht übertrieben. Walla, du hast nicht übertrieben. Ja. Mal, was du googelst, Bruder. Wie kriegt man Farbflecken? Ja. Farbflecken mit lauwarmen Wasser einwärmen. Sag mal, warum du fragst, aber. Weil Breitenberg gesnitcht hat. Mach mal bitte. Breitenberg hat einfach gesnitcht, dass er geklickert hat. Mach mal Licht an. Mach mal Blitzlicht an. Guck mal bitte, was Robert gemacht hat. Oh mein Gott. Der hat Lucky Charms gegessen. Hier, guck dir das an. Aha, hier. Und Tupfen. Das klebt alles fest. Tupfen. Bruder, wir kippen warmes Wasser drauf und saugen mit Staubsauger. Warte. Saugen mit Staubsauger? Ja, wie denn sonst? 1 bis 10, wie du hast du gerade Ärger bekommen? Das Ding ist. Man kriegt es, glaube ich, easy raus sogar. Ja, wie? Mit gucken? Mit lauwarmem Wasser. Guck dir den an. Bruder, das ist dieses 160 € Gucci-Glas. Louis-Vuitton-Glas, ja. Ja, warte, jetzt ist da schon Wasser drin. Komm her, Mann. Was? Digga, ich sag dir ehrlich, wie es ist. Das kostet 200 Euro. Walla, das Glas? 160. Ja. Ja. Warm Angebot sogar. Jetzt ohne Flasche? Ja, wirklich. Ist das heißes Wasser? Ja. Ja, Walla, komm. Oder sieht aus nicht wie heißes Wasser, Wallahi. Hol lauwarmes. Nein, Bruder, heißt es ist besser. Die kleben fest, diese Lucky Charm da drin. Ja, je wärmer, desto besser hier. Ja, komm. Wie soll ich das jetzt machen? Ja, du musst ein bisschen raufkippen. Bruder, wie das Glas kostet 160. Ja, was willst du machen, Bruder? Ich glaube, daraus trinkt er seine kalte Milch. Bruder, mach, wie du denkst. Aber Breitenberg, mach mal bitte Licht. Wir brauchen Licht hier. Okay, ich mach mit Finger und dann mache ich das auf die Stelle. Bruder, ist nicht schlimm, wenn der Teppich ein bisschen nass ist. Wir tun noch. Bruder, nass ist besser als mit Lucky Charm. Okay. Bruder, am Ende sagte wieder, das war seine Schuld. Nein, wir alle, Bruder, hier, das ist auf Video, wir alle haben gesagt. Wir haben ja keine andere Wahl, Bruder. Du musst ein bisschen Wasser, warmes Wasser drauf machen. So, oder was? Ja. Hat er das echt jetzt gemacht? Digga, Abo. Bruder, warte. Ich sag lieber lauwarmes. Nein, weißt du, was du machst? Was?
Ich glaube, es ist besser, dann. Digga, Breitenberg, dass du überhaupt Feuchttücher mitgenommen hast von dir zu Hause, ist schon ganz komisch. Ja, wenn ich, Digga, Kamille-Extrakt mit Aloe Vera für die Puperze. Tu mal, mach das. Da kann man auch sonst Wasser benutzen, aber. Nein, mach nicht so. Mach das Tuch komplett einfach so drüber. Nein, er hat das Tuch. Ach, Digga, komm, hör auf jetzt. Soll er einfach so auf den Boden Wasser kippen? Nein, so wie er machen wollte. Er wollte das reintunken gerade. Ja, oder Tunk, ja. Ja, jalla. Oh, Bruder, jalla. Ja, okay. Okay, also leider war das der letzte Vlog mit Rohat, denn morgen ist wahrscheinlich seine Beerdigung. Digga, wegen dem scheiß Teppich, Alter. Ich baue euch irgendwie einen Teppich. Jo, Feini. Jo, Wesen, Feini. Es hat geklappt. Und ja, ich hoffe, dieses bisschen Blau kann auch sein, dass das Original vom Teppich ist. Es ist jetzt spät geworden. Beiden wegen am Putz hier noch ein bisschen. Und wir würden sagen, das war's jetzt mit dem Vlog. Ich hoffe, der hat euch gefallen. Rohat sucht noch anscheinend eine andere Socke, weil er hat nur eine Socke an. Warum hast du nur eine Socke an? Erzähl mal. Ich weiß nicht. Irgendeiner hat mich gesnitcht. Heißt er, fängt er mit Breitenberg an, den Namen? Nee, der fängt mit Breiten an und endet mit Berg. War heute ein chilliger Tag, Rohat, sag ehrlich? Nee. Wieso? Weil du dabei warst. Du sagst, es geht schon. Aber Baby, tu mir leid, wollt dir nicht wehtun. Mach kein Wasser zu Wein, ich bin nicht Jesus.